So, herzlich willkommen. Ich denke, jetzt dürften wir auch live im Stream sein. Und wir können jetzt Fragen beantworten. So, lass mich mal restlich. Mahlzeit, schreibt einer. Hören die mich? Ja, ja, das hören die alles. Plus du musst dir ein bisschen Latenz dazu. Und der GF Latenz? Latenz. So, jetzt schalte ich hier nochmal die Aufnahme. So, jawohl. So, ja, ich bin hier noch. Ich bin weg. So, ja? Ein fresssüchtig Ehren. Ihr sollt Fragen stellen, der blöde Scheiß, Kommentare ablassen, ihr Pfeifen. Habt ihr übrigens ein neues Bier geholt? Von daher. Der Stevie säuft zu wenig. Die Kamera ist zu klein. Hm? Ich bin nur halb. Ich könnte die Kamera nochmal einstellen. Muss halt ein wenig her. Komm, komm. Ihr seid hässlich wie die Sau, das ist doch ein Geschmack. Das stimmt ja, das ist hart. Aus dem Schlimmsten. Nee. Hm? Wir wissen doch, was wir können. Hm? Ich hoffe, könnt ihr mal in meinen Annalen lesen. Also ich weiß, dass das Bier das gleiche ist wie das letzte Mal. Mir fällt bloß der Name nicht ein, weil es jemand anders organisiert bei uns. So, also. Wir können ja jetzt nochmal ein paar Fragen stellen, ne? Oder? Was der Müller, sein Schädel ist zu groß für die Kamera. Bullshit. Olli, du laberst Scheiße. Ich sehe schon, sind wir die absoluten Koryphäen. Ja, Online, die am Freitagabend nichts Besseres zu tun haben, als am Computer zu sitzen. Nachher noch eine Runde Wichsen und ins Bett. Und das Dschungelcamp. So schaut ihr aus. Ja. Dschungelcamp. Also habt ihr nicht einmal irgendwelche Fragen übers Festival, die ihr beantwortet haben wollt oder wie? Ja, wir stehen ja einfach rum und saufen, wenn ihr uns keine Fragen stellt, dann kommen wir damit auch gut zurecht. Genau, dann gehen wir wieder. 2 Euro auf die Claudel gesetzt, dass die heute rausfliegt. Was wäre? Du nur schaust es auch? Ja, freilich. Irgendwie muss ich ja so blöden. Saufen allein reicht nicht. Ich schaue nur noch ARD und ZDF Spartensender. Neo, ZDF Neo. Und Info. Ja. Und Phoenix, weil da kommt links Information. So, also. Metal Franconia Festival, dann. Erzähl mal halt noch einmal kurz ein wenig was übers Festival. Na? 12. 13. April 2013. Wo befindet ihr euch eigentlich? In den Metal Franconia Studios. Ja. Das steht keine Ahnung für so, den Metal Franconia Studios drauf. Das halte ich jetzt nochmal 2 Stunden so hoch. Alle Infos vom Festival. Genau. Ja. Wo wir uns befinden, ist ungefähr 30 Kilometer von Hollywood weg. Wir haben jetzt nach dem Auftritt... Hightech. Alles einspielt von hunderten von Mitarbeitern hier beim Stevie. Nach dem Auftritt haben wir noch einen kleinen State. Eine kleine Gala. Werbung. Duplo. Ja. Wo befindet ihr schon? Beim Stevie in der Wohnung. Was für Bier gibt's? Was für Bier gibt's? Zwergl und Hallendorfer. Jetzt haben wir hier Zwergler. Kann man das sehen? Ja. Und Hallendorfer Bier. So. Ja, naja, jetzt wenn wir es in der Hand haben, können wir schon mal trinken. Habt ihr denn Fragen über das Festival? Check? Ja, check. Was für Bier gibt's? Also ich werde jetzt dann auf Drogau fahren und da gibt's dann Check, da lasse ich mich ordentlich her. Was ist denn Drogau? Justike. Justice. Jawohl. Schatz, Essen ist fertig. Ja, das ist totales Geschmarri. Tja, auf jeden Fall brauchen wir euer Geld. Wir brauchen die schwarze Null des Jahr. Euren Freunden, Bekannten Bescheid sagen, weil wir investieren aus unserer eigenen Tasche. Wenn es dieses Jahr ordentlich in die Hose geht, dann könnt ihr nächstes Jahr mal in die Röhre schauen. Ne? Richtig. Dann ist nämlich hier schwarz. Richtig. Dann gibt's könnt ihr euch auch einloggen und ins Stevie löchern. Genau. Warum wir uns aufklingt haben. Weil ich werde noch ein wenig in den Baumarkt fahren und für das Restgeld, was übrig ist, werde ich 2 Abschleppseile kaufen. Die halten nämlich... Dann hänge ich erst den Klaus auf und dann mich. Aber so ein Messer auch. Doof. Röhren? Guck dir in die Röhren. Wenn man das jetzt noch Röhren gibt, muss ja kein Fernseher sein und Pfeife. Wir müssen nur ins Eck gehen. Wir müssen bloß bei mir ins Wohnzimmer, ja. Ja, der hat einen super Flatscreen, der Stevie. 40 cm breit. Der hat hier jetzt der ganze Hightech in diesem Zimmer verbaut. Hier wird es auch Fernseher warm so tief. Wer von euch ist Chef? Der Klaus labert, ich hab das Hirn. Das sage ich jetzt nichts dazu, das erkläre ich ihm dann, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
Ich könnte mal hier. Wir sind gleichberechtigte Geschäftsführer, wenn ihr das wissen wollt. Geschäftspartner. Geschäfts. Wie viel Geld braucht ihr denn? Reisende Fritzen. Gesellschaft. Gesellschaft da heißen. Gesellschaft. Wie viel Geld braucht ihr denn? Also, um alles vorzustrecken, ist es eine. Fünfstellig. Hohe Summe. Kann ich denn, wir sprechen hier nicht über Geld, wir brauchen Quatsch. Etwa 700 Leute, das kann ich dir verraten. Genau. Täglich 700 Leute, ein paar die zelten und campen. Also braucht ihr jetzt 1400 Tickets? Dann, oder ich habe das noch nie gecheckt. Pinky and Brain? Oder 700? Pinky and the Brain. Das ist da bist die, du definitiv die Ratten. Pinky. Mit der Mütze und so, ne? Ich, ich hab doch das Hirn. Ich bin das Brain. Behauptest du immer. Wollen wir noch mal schauen, ob du das. Nein, hast du nicht. Apropos zu Pinky und Brain fällt mir noch was ein. Wir brauchen pro Tag 700 Leute in der Halle. Das heißt, wenn die entsprechend trinken und essen und feiern und wegen Party und Stimmung machen, T-Shirts mitnehmen und so, genau, dann dürft man da ganz gut rauskommen. Also macht Werbung, wo ihr geht und steht. Den Merch, beziehungsweise quasi tatsächlich die Flyer sind unterwegs, die haben wir weggeschickt, die müssten eigentlich entweder heute oder morgen kommen. Bei denen? Wäre halt vielleicht bei den Flyer verteilen. Wollte ich gerade sagen, von den Street Teams dran. Danke, was auf dem T-Shirt, der Bild. Abendkasse oder Vorverkauf? Ja, insgesamt 700 Leute. Das ob, Vorverkauf wären wir lieber. Da die zahlen zwar weniger, aber dann sind sie schon mal da. Band seht ihr auf www.metalfrankonia.de und Running Order, wenn wir so bald wie möglich ins Netz stellen. Apropos Pinky und der Brain. Jetzt was ist auf dem Shirt? Vorne? Nee. No! What am I doing here? Shirt ist no! Wir versuchen hier zu arbeiten. Was ist auf dem Shirt? Das kann ich nicht verraten. Das ist ein Geheimnis. Wir haben eine gute Idee. Wir haben den Jonathan von Gripper beauftragt. Der malt für uns immer die ganzen Sachen. Der hat auch das hier gemalt. Der wird es für uns mal entwerfen. Und wenn es uns gefällt, dann machen wir es. Dann wird es auch geil. Aber ich verrate es noch nicht. Eine Rosette. Es hat was mit Franken zu tun. Jetzt könnt ihr raten. Eine rote Rosette. Es hat echt was mit Franken zu tun. Wohnmobil stellt man es auf den Parkplatz oder öffnet separater kleiner Bereich? Wir werden wahrscheinlich für Wohnmobile uns ein Eck suchen. Die werden, wo vielleicht ein Abfluss ist oder vielleicht eine Möglichkeit Strom, wissen wir noch nicht. Das Problem, da müssen wir erst nochmal hinfahren. Ja, genau, Nürnberg-Logo. Vorher weiß ich aber ins Gras. Ne? Das ist übrigens der Fürth Arsch. Deswegen verstehen wir uns auch so gut, ja. Ne? Klug? Fürth. Wir können ja mal Tipps abgeben. Wie der Club heute spielt. Also, das machen wir mal nacheinander. Rosette, Rot-Weiß wird es nicht sein. Das Building so ist komplett. Ja, natürlich, ich habe die Flyer ja schon gemacht. Darf oder glaubt ich, ihr, ich mal nachträglich da noch was aus drauf? Wo ist denn jetzt? Das sieht man nicht. Was hast du denn über der Kamera gemacht? Hast du die voll weggezoomt oder was? Der Monitor ist aus, falls ach, das ist jetzt da hinten. Ah. Na, Bullshit. Immer noch da, bloß da geht der Bildschirm schon an. So, okay. Warum auch immer. Darf ich den Ewald anfassen? Von mir aus schon. Der Ewald ist leider nicht da. Am Festival wird er natürlich kommen. Und dann muss der Parkplatz. Der Ewald ist auch ganz froh, wenn ihn jemand anfasst. Ich hoffe, er schaut uns hier zu. So lange gefressen. Dann muss der Parkplatz wie ein Fimbul gehen. Was war denn am Fimbul? Definitiv not. Ne? Weil wir haben uns ein Festival gescheit organisiert und da kommen keine Flohmärkte, wenn wir da noch sind. Die planen sich da gar nicht hin. Außerdem haben wir da einen starken Partner an der Hand, der war beim Metal Frankonia 2011 auch dabei. Das ist der Zehner, das ist die Spedition. Da ist am Wochenende nichts geboten und die werden auf dem Acker, wo ihr übrigens zelten müsst, sicher keinen Flohmarkt machen. Nee, auf dem Parkplatz hinter der Halle, auf dem regulären Parkplatz war nicht ein Flohmarkt. Aber wird bei uns nicht sein. Braucht ihr Leute? Immer. Werbung? Ah. Werbung ist eine komische Frage. Braucht ihr noch Leute? Leute wofür? Helfer? Gerne. Table End? Einfach mal okay. Auf die Seite gehen, an unseren Kontakt schreiben, wenn ihr helfen wollt. Schreibt auch nur rein, was ihr könnt. Wir brauchen welche T-Shirt-Größe ihr habt und wann ihr Zeit habt. Der Aufbau geht am Mittwoch und Donnerstag vonstatten, der Abbau ist am Sonntag. Und Freitag und Samstag ist auch genug zu tun. Wir brauchen Leute, die arbeiten, nichts fressen, nichts trinken und rund um die Uhr arbeiten, wie gesagt. Wir brauchen Aufbau, Abbau, wir brauchen eine Nachtschicht für den Campingplatz. Wir brauchen auch Sonntag
noch Leute, die vielleicht mit uns den Campingplatz aufräumen, den ganzen Scheißdreck weg, was der Rest zurücklässt. Das machen wir übrigens noch selber. Also nicht, dass ihr denkt, ja, wenn ihr auf dem Zeltplatz Müll macht, da kommen dann irgendwelche und räumen es auf. Nee, das machen wir selber. Alles selber. Also wir sind Sonntag und Montag noch beschäftigt. Also wer seinen Rausch ausgeschlafen hat und Bock hat, herzlich willkommen. Ja, das ist genau das, das genau negativ des bestimmten Helfers. Richtig, deswegen bist du auch kein Helfer. Oder doch? Kann man wieder nicht erkennen, ne? Das stimmt, bloß Ustreamer, man könnte ja mal sagen, hier, ja. Ja, also bei uns kommt auch der Helfer nicht zu kurz, würde ich sagen. Ne? Also es gibt Essen, Trinken, T-Shirts und noch die ein oder andere Vergünstigung. Also wir kümmern uns schon um unsere Leute, würde ich sagen. Es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert. Die nichts arbeiten, kriegen einen dritten Arsch und fliegen raus. Wollt mal fragen, wie es ist, wenn ich mit einem Junggesellenabschied mit 15 Mann vorbeikomme, kriegt man eine Karte umsonst oder einen Bonus? Also wenn du mit 15 Mann bei mir antanzt, dann schreibst du mir vorher mal eine E-Mail, dann kaschen wir aber da mit Sicherheit was aus. Preismäßig, gar kein Ding. Wenn du es nur einen Tag machen willst, geht auch. Einfach mal auf unsere Homepage gehen und mir schreiben. Kommt alles immer zu mir. Oder aber sagt mir Bescheid, wenn ihr vom Junggesellenabschied da seid, und trinkt nämlich auch ein paar mit. Achso, wir singen ja nichts am Festival, wir sind ja Veranstalter. Stimmt. Schön, dass du es mal erwähnt hast, Jörg. Ja. Selbe Gastro wie in der Scheid. Mhm. Richtig. Die Buden, die macht Jochen sein Vater hier. Vermutlich die gleichen Preise, grob wie letztes Jahr, gleiches Angebot. Wir werden vielleicht noch, das muss ich aber nochmal besprechen, ein paar Produkte mehr mit reinnehmen. Aber im Großen und Ganzen das Gleiche. Also Currywurst, Bratwurst, Gemüseschnitzel, Pommes, Pizzawagen ist wieder da. Also im Großen und Ganzen Frikadellen, was halt gewohnt seid. Unter anderem, was aber auch Neues ist vielleicht, wir werden Glühwein, alt, aber dieses Jahr einen Muffinstand mit Kuchentheke vielleicht machen. Das heißt, wer frühstücken will und Bedarf nach Glühwein, Kaffee und Muffins oder Kuchen hat, kann auch gerne drauf zurückgreifen. Genau, wir werden auch das Gelände vormittags natürlich schon öffnen. Bier kostet 2,50 Stück, Becherpfand 2 Euro. Ihr braucht einen Stellplatz, mehr nicht. Also du kommst mit deinem Wohnwagen auf jeden Fall rein, du kommst auch unter. Wir müssen mal schauen, ob wir die irgendwo hinstellen, einfach parken lassen oder ob wir die gezielt auf einen Fleck stellen. Da gibt es, also wenn es nicht zu viele Wohnwägen und Wohnmobile sind, wir haben Park- und Seitenstreifen. Zur Not können wir da vielleicht die 10, 15, 20, 50 müssen wir schauen, oder mit der Feuerwehr ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe das Problem schon begriffen, das wurde mir schon früher zugetragen. Wir fahren nochmal zur Halle, schauen uns das nochmal vor Ort an, wie wir es am besten machen. Wir finden eine Lösung und die werden wir auch ins Internet schreiben. Wobei ich das voll fett finde, dass du 300 Kilometer für unser Festival gibt's fährst. Gibt es eine Telefonzelle? Fährst. Also die meisten Leute haben ihre Telefonzelle dabei. Ne? Ich glaube nicht, dass es da eine Telefonzelle gibt. Ich habe ein Telefon im Büro, wenn du telefonieren willst, kommst du zu mir. Was ist mit Med? Med ist was für Mädchen, man muss im April Glühwein saufen. Was ist mit Tee? Also ich bin auch nicht der Med-Fan, muss man mal schauen. Vielleicht lässt sich was arrangieren, ich rede da mal mit meiner Mutter. Med geht eigentlich immer ganz gut, nur mal fragen, wo die Checken ist teilweise her. Das kriege ich hin. Also Met, vielleicht Met und Glühwein, heiß und kalt. Okay. Check ich aus. Was mir jetzt noch einfällt, wie schaut's mit Barrierefreiheit für Rollifahrer aus? Das habe ich noch nicht geklärt, da muss ich den Hausmeister einfach mal anrufen. Aber wir hatten letzte Woche einfach anderes zu tun, jetzt erstmal die Werbung und die Flyer und das Building. Jetzt geht's an die Feinorga. Also auch dem werden wir noch Bescheid geben. Warte mal, seid coole Jungs, muss ich sagen, mach auch ein Festival. Ich finde, man muss genauso drauf sein wie ihr, nicht so spießig wie andere. Kann es sein, dass teilweise die gleichen Bands wie das letzte Jahr spielen? Nee, es sind alles neue Bands. Hatred hat eine neue Besetzung und nee, ist gelogen. Freilich spielen natürlich ein paar. Wir haben immer ein paar Leute, die gern zu uns kommen und die Stamm, wie soll ich sagen, Stammbesetzung sind. Und mit den Jungs machen wir ja auch mit der Schleichwerbung des Queens und des Winterbreath. Und warum sollen wir die nicht spielen lassen? 1, 2, 3 Stück? Also wir haben gezielt versucht, dieses Mal nicht die gleichen Bands spielen zu lassen. Überwiegend. Denn Sumo Sluts zum Beispiel, Infected Authority haben wir deshalb wieder genommen, weil die uns letztes Jahr einfach fett gefallen haben. Saufen wir eigentlich ein Bier? Und weil ich die Jungs auch kenne und mag. Und da haben wir gesagt, das schadet ja nichts.
Wenn man auf Wacken geht, spielt er auch jedes Jahr Onkel Tom oder Sodom. Ja. Mindestens. Ja. Und die Firefighters. Nicht nur die. Mambo Kurt. Lasst lieber die Bands spielen, die wir vielleicht jedes Jahr haben, bevor ich auf die Bühne gehe. Dann habt ihr mehr davon. Darf man grillen? Ja, sag mal, Auswahl und Abwechslung der Bands muss ich euch schon mal loben. Das finde ich gut, dass ihr mal einer erwähnt, dass die Auswahl ganz gut ist. Ich muss sagen, ich finde auch gerade die kleinen Bands, die sind wirklich handverlesen. Ich muss dazu sagen, wir hatten über 350 Bandbewerbungen. Das müsst ihr euch mal geben, aus ja, fast ganz Europa eigentlich, ne? Hauptsächlich Deutschland. Grillen natürlich. Darf man. Ja? Und wir haben auf dem Campground eine Fläche ausgehoben, 6 auf 6 Meter, 3 Meter tief, da kommt Holzkohle rein. Das ist ein riesen Grillrost drüber. Nee, Quatsch, das Feuer und so ist langsam. Unten, aber im kleinen Rahmen genau. Wird es wahrscheinlich geduldet werden. Was als Grill gebaut ist, normale Grills in normaler Größe, könnt ihr alles machen, nur kein Feuer am Boden, kein Kohlen am Boden, wenn es geht. Einfach ein bisschen am Riemen reißen und kein offenes Feuer schüren. So, habe mich gefreut, dass der Bult heuer nicht spielt, aber dann sehe ich auf einmal, dass der Bult mit Paradox kommt. Nein, nee, war ein Schatz, schon cool. Paradox fällt ja leider aus. Paradox fällt aus, weil der Sänger ein Herzproblem hat und sich die Behandlung wohl deutlich länger hinzieht. Die haben auch das am Queens of Metal schon abgesagt. Sehr schade eigentlich, hätte Paradox gern auch mal wieder gesehen. Gerade mit der neuen Platte. Gut. Haben wir Ersatzkunden offensichtlich. Das werden wir mit dem Billing ja noch nicht durch. Was war noch? Wenn wir ausrichten, wenn man den sehen. Klar gibt es eine Ersatzband. Ich weiß jetzt nicht, was man da direkt. Ich war da mit dem Billing auch noch nicht ganz fertig, als Paradox abgesagt hat. Da war alles so eben so schwammig. Dr. Living Dead. Dr. Living Dead würde man. War zu dem Zeitpunkt noch nicht fix, das stimmt. Vielleicht drehe auch ich auf, das war. Und Accuser genau. Sind auch recht spät dazukommen. Also Glas ist auf dem Campingplatz generell verboten, wie immer, auch auf dem Parkplatz. Wir werden das nicht so rigoros sehen, dass wir jetzt jedem auch die Gurken und den Instant-Kaffee abnehmen. Aber alles, was Getränke ist, Kiste Bier, Alkoholiker, die werden abgenommen und die werden auch nicht mehr zurückgegeben, weil uns das eigentlich viel zu aufwendig ist. Die sagen wir selber, da schmeißen sie in Schutz, ganz einfach. Also Glas ist verboten, können wir leider nicht machen. Ist in der Wiese unmöglich, ist nie mehr sauber zu kriegen. Was man dazu sagen muss, wenn jetzt mal angenommen, ihr kommt an und man ist voll und man ist besoffen, das habe ich selber schon gemacht, und die Glasflaschen einfach weggeschmissen. Was? Ja, getrunken und so. Und die Glasflaschen einfach weggeschmissen, so, und dann kommt dann der nächste Betrunkene oder irgendwas, oder da wird mit dem Auto drüber gefahren, dann oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann ist der Dreck all dann im Boden drin, tief. So, und jetzt muss ich der Klaus und der Jochen am Montag nach dem Festival da noch hinstellen. Sonntag, Montag. Sag, das ist so laut, die machen das sonst mit Absicht. Ja, ja. Die vergraben den Schutt. Und dann musst du das mit bloßen Händen dann da irgendwie rausfummeln. Das ist rechte Scheißarbeit. Nur deswegen ist eigentlich... Denk dann, soll es warm sein und ihr schmeißt die Scheiße da rum und habt Glas da drin, ja? Und lauft barfuß oder irgendwas. Das sind eure Füße. Ja. Mir ist das Rille. Also ich habe es aufgegeben, darum zu bitten, dass ihr den Campingplatz sauber haltet. Ich mache es auch nicht, wenn ich auf Festival fahre. Andererseits mache ich auch nicht so einen extremen Müll. Also versucht nicht, irgendwelche zusammengerosteten Grills und Campingstühle und Zelte stehen zu lassen und riesige Müllberge zu hinterlassen. Wir räumen alles zusammen, aber übertreibt es einfach nicht. Dosenbier. Übrigens ein... Das 5.0 ist ja ein Klassiker auf den ganzen Festivals und so weiter. Der Klaus, wie er sich voll breit macht, siehst du das? Ja, klar, Konservenbier. Ja, also kann man doch trinken. Das 5.0 ist es günstig und es gibt Veranstalter in Dosen und so weiter. Wie findet ihr die Stimmung unter den Veranstaltern? Also, wie meinst du das? Wie wir uns untereinander verstehen? Oder? Meinetwegen. Was? Kennt ihr sicher noch im Konzert? Also ich habe ja mit einigen zu tun natürlich und ich muss sagen, das ist eigentlich, entweder sind wir fette Freunde und helfen uns gegenseitig generell auf den Festivals auch. Fett? Mhm. Wenn man die Veranstalter von Queens anschaut. Ja, ja, das stimmt. Fette Freunde, ja. Das sind wir nur echt. Das ist wieder ein Jubel, wieder hören. Ja. Also wir streiten uns da mit niemandem, im Gegenteil, wir sprechen uns da teilweise wirklich gut ab, auch mit den Bands, und schauen, dass wir uns da dann mit Qual in die
Quere kommen, manchmal rufen wir einen anderen an und fragen, wie der das und das und das vor Ort geregelt hat. Also es ist relativ konstruktiv, muss ich schon sagen. Also wir versuchen alle an einem Strang zu ziehen, dass wir das aufrechterhalten können, was wir euch bieten. Ja. Nein, von den Veranstaltern der verschiedenen Festivals? Was? Naja, unsere Rede. Klaus und Hotte machen Winterbreath. Klaus und ich machen Metal Franconia. Teilweise haben wir auch schon das Queens miteinander gemacht und wenn die anderen Leute, Ewald, Newey oder die, wer sonst noch da dabei ist, das Queens machen, dann sind wir immer, wie soll ich sagen, im Hintergrund. Also wir werden die Jungs nicht hängen lassen, die lassen uns nicht hängen. Eine Hand wäscht die andere und es ist alles regional bezogen, also Franken-Metal und wie gesagt, da werden wir nicht so hängen lassen. So habe ich das auch gemeint. Gibt es ein Maisfeld zum Scheißen? Nee, Dixies. Aber ich kann ein paar Maiskolben. Also es gibt in absoluter Nähe zum Zeltplatz einen Klowagen. Und einen Wald. Der Wald ist deutlich weiter weg als der Klowagen. Also geht auf den Klowagen zum Kacken und schiffen könnt ihr durch den Bauzaun. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man am Bauzaun nicht so Urinale Bilder von Urinalen hinmacht. Damit sie wenigstens alle nur gegen einen Bauzaun schiffen. Witzig ist, von uns ist beide keiner in der Kamera, weder du noch ich. Das macht doch nichts. Hauptsache, die hören uns. Mais im April ist ein richtiger Einwurf. Was heißt Mais im April? Die Maiskolben trocken, aufgehängt, über den Winter in der Scheune. Kein Problem. Aber da kann man nicht reinscheißen, du Nase. Nee, aber fürs Dixie, ich lege halt 2-3 Kolben in jedes Ding. Für welche Bilder Sachen auf Maisfeld? Für welche Sachen auch? Maisfeldbilder. Auf Dixie lackiert. Plastikmais, nee, richtiger, getrockneter. Nee, also es ist ringsherum relativ kahl und in jede Richtung 100 Meter, 200 Meter kahle Fläche, da wächst gar nichts. Bis auf der Wald. Schade ist. Dann irgendwann der Wald, aber der ist 150 Meter weg. Ja. In Stollendorf, wo wir damals mal waren, gab es einen Golfplatz daneben, aber das ist auch vorbei. In Stollendorf gab es einen Golfplatz? Nee, Stollendorf? Freilich? Doch, ja. Stollendorf ungefähr damals. Hä? Echt? Ja. Also den Luxus können wir euch nicht bieten. Kunstrasen. Genau, wir legen einen Kunstrasen an, extra zum draufkacken. Da will man aber auch auf jedem Quadratmeter einen Haufen haben, oder? Den kann man aber zusammenrollen und weghauen, ne, so wie er ist. Du hast keine Ahnung, was Kunstrasen kostet. Wann gibt's die Running Order? Ich habe sie schon fertig, ich habe die jetzt an die Bands geschickt, um damit die auch mal sehen, wann sie spielen und Einsprüche einlegen können, wenn sie irgendwo nicht, wenn sie ihnen zu bald oder zu spät oder wenn sie da weiter herkommen, keine Ahnung. Ich warte jetzt noch ab, bis die mir alle geantwortet haben und dann gibt es die Running Order, ich denke mal Anfang, Mitte nächster Woche. Ja, genau, im Laufe der Woche. Greenscreen? Das ist ein, ja. Ja. Wir haben auch noch ein Interview aufgezeichnet vor der ganzen Chose hier, wenn der Stevie das bearbeitet hat. Dann wird das online gestellt, dann wird auch hier der Greenscreen verwendet. Da kommen massive Pornos hin, finde ich. Oder? Ja, nein. Der Stevie ist ein alter Spielverderber. Muss ich schon mal hier kurz anmerken. Ja. Also, was gibt's noch? Schöne die Mütze, Grüssi. Herzlichen Dank. Ist das deine? Ja, natürlich. Und ich habe noch ein Highlight. Wie gesagt, die mich am Festival sehen, wissen, dass man das Ding drehen kann. Und dann haben wir die Seite. Wie groß also ist der Slot der Headliner? Hätte ich nie schöner formulieren können. Hätte man gesagt, wie lange spielen die oder was? Also Hypocrisy wird zwischen 75 und 90 Minuten spielen und Equilibrium ähnlich. Die haben es noch nicht ganz genau gesagt. Was sagt ihr allgemein zu dem Preis der größeren Bands wie 5 oder 10.000 oder mehr, gerecht oder nicht? Also ich muss sagen, dass ich sollte nicht zur Sense Detail gehen, weil es auch vertraglich schützt. Ich weiß zum Beispiel, dass einer der Headliner deutlich günstiger war als sonst und einer nicht. Also es gibt Bands, die langen verhältnismäßig Archen, Blutgespräche. Kann uns mal jemand eine Rückmeldung geben, weil unser Kamerabild steht? Sind wir noch bei euch oder nicht? Seht ihr uns noch? Schreibt mal noch, ob ihr noch was seht. Wir haben ein technisches Problem. Läuft noch. Jo, gegen ja, jawohl. Gut, ihr stottert. Als ob die Preise für die Bands... ist das normal, ich rede immer flüssig eigentlich. Alles mal einmal. Ob die Preise für die Bands gerecht sind, wird sich herausstellen, wenn genug Leute kommen. Und wir... Ja, läuft. ...auf der schwarzen Null landen oder auf der schwarzen 15.000. Dann war sie gerecht. Alle.
Es leckt etwas. Ihr zittert total. Wollen wir mal zittern? Make a monkey. Welche Farbe werden dann die Fingernägel haben? Nachdem wir uns überlegen... Eine Frau entscheiden. Irgendeine Frau wahrscheinlich, die mich halt erwischt. Ja, mal schauen. Ich tendiere dieses Jahr zu weiß und lila. Aber sicher ist es nicht. Wir haben momentan auch so lila-blau auf den Tickets. Aber ich werde mir was einfallen lassen. Also ich bin offen für alles. Wenn ich mir was Tolles lila-blau, die offizielle Farbe jetzt? Lila-blau? Ja, dann brauche ich lila und blau. Also ich hoffe, dass mich jemand anspricht und sagt, ich habe lila-blau dabei. Und dann gibt es lila-blaue Fingernägel. Nicht mehr grün-weiß? Das werde ich zu verhindern wissen. Der Klaus trägt sich sogar grün-weiß. Ich hack den Arsch die Hände ab, wenn er noch einmal grün-weiße Fingernägel hat. Dem Arsch? Hauptsache, Stevie läuft da durchs Bild. Ja, im Streaming-Bild nicht. Nicht? Nee. Also ist ja noch die kleine, ne? Das ist dann die andere Kamera. Klaus bekommt rot und schwarz. Der Klaus bekommt gar nichts. Der bekommt, ja, du weißt. Schwarz ist in Ordnung. Füßelst du mit mir? Ja. Ausgezeichnet. Also ich bin dann weg, bloß auf dem Club. Da bin ich mal gespannt heute. 3-2 verliert der Club. Da bin ich enttäuscht, mir wird 3-0 lieber verlieren. Das ist eindeutig. Und sowas nennt sich Clubfan. Was ist der 14-Fan zu mir gesagt hat? Hoffentlich steigen wir schnell wieder ab. Wir sind die Sicherheitsvorkehrungen in der ersten Liga viel zu krass. Da ziehe ich echt meinen Hut, also muss ich sagen, Respekt. Ja, aber Fußball ist die eine Seite, Metal die andere. So. Ich finde es ja schön, dass ein paar Leute von euch auf jeden Fall sich für den Scheiß hier interessieren, den wir machen. Vor allem, wie er sich falsch rum auf den Stuhl setzt. Natürlich. Das ist total sau unbequem. Bisschen. Es spannt etwas im Schritt. Der Klaus mit seinem Mädchenarsch. Gib mir mal die Luftgitarre, die ich gebaut habe. Die ist umgefallen, ne? Ja. So. Willst du auch noch eine? Luftgitarre? Nee. Ich darf nicht auf die Bühne. Das sind ja gar keine Seiten drauf. Ich bin zu klein für die Kamera. Das hilft nichts. Aber ich sogar unterschrieben, was denn ja nicht, hä? Die habe ich geschickt gekriegt. Es signierte. Gitarre. Wie? Arschloch, Drecksau, PlayStation. Habt ihr jemanden, der schaut, dass nicht die ganze Nacht Generatoren rattern? Welche Generatoren? Es gibt doch gar keine. Doch, auf dem Zeltplatz. Also Generatoren sind natürlich erlaubt. Die sollten nachts abgeschaltet werden. Sollten nachts generell abgeschaltet werden. Es sind noch ein paar Anwohner da, normal ab 10, je nachdem wie laut die sind, wenn die Securities dann sagen, wann Ende ist. Ich würde mal sagen, ab 1 spätestens sind die Dinge aus. Und so Leute haben Bolzenschneider dabei, zack, und dann ist Ende. Aber Aggregat, wo ist eigentlich meins? Das ist bei mir. Ja, genau. Hat alle ihr Kohlischer? Nee, ne? Freilich, habe ich gezahlt. Bist du hast oder was? Du hast es zahlt. Ja, wer denn sonst? Da müssen wir vielleicht mal, sagen, dann kann ich es auf der Steuer absetzen. Mann. Klaus, wenn du dich erinnerst, die Rechnung hast du. Du warst mit der Anna im Baumarkt. Das ist richtig. Die liegt jetzt irgendwo im Auto. Soll ich in der Zwischenzeit aber ich habe noch mal Musik einspielen? Das Aggregat ist grün. Nicht schlecht. Wieso gibt es eigentlich eine Vollbeat-Tribut-Cover-Band? Weil Vollbeat zu teuer ist. Nein, wir haben jedes Jahr, also bei uns ist es ja Tradition, dass am Schluss eine Coverband spielt. Ich finde es immer ganz gut wegen der Gaudi. Und dass ich den ganzen Tag Bands um die Ohren haue, von denen man 90% wahrscheinlich nicht kennt, und kann man am Schluss ein paar bekannte Lieder nochmal vertragen. Außerdem habe ich meinen Schwager, der steht auf Vollbeat und irgendwie muss ich den ja auch aufs Festival locken. Geht es um das Aggregat von Breeze? Yes. Ja, das muss man es da neu angeschafft haben vor Ort. Mussten, nachdem der Klaus das Ding in Einzelteile zerlegt hat. Ich habe gar nichts zerlegt, ich habe es 20 Mal repariert, aber das Ding ist 15 Jahre. Der Lexi! Klaus, kannst du mal mein Aggregat mitbringen? Das kann ich dir schon mitbringen, aber das kannst du leider nicht verwenden mehr. Das haben wir geliefert. Der Kanister, der so um die Ohren geflogen ist, den habe ich auch entsorgt. Das war auch teuer genug. Geh mal, hast du schon mal einen Biber Baumarkt gesehen? Ich noch nicht. Doch, bei uns in Fürth gibt es einen. Ja? Siehst du mal, du musst nach Fürth kommen. Das ist auf jeden Fall nicht der preiswerteste, habe ich so einen Eindruck. Eben, haben wir 350 Stecken ausgelassen, einfach mal am Festival. 350? Ist aber ein sauberes Aggregat, muss man sagen. Sehr schnuffig. Läuft wie eins. Ja. Und es ist grün. Nein, grün-weiß mittlerweile. Aber naja, du musst nicht alles wissen. Ist das
Quatsch. Ist immer noch so, wie es war. Richtig. Wer ist denn das? Na, wer wohl? Du? Nein. Nein, das ist die Anja, schätze ich. Mhm. 15 Euro Rabatt ist ja tierisch viel. 5% waren es, oder? Ja, ist ja eine Kiste Bier. Ja, also nochmal zu dem Thema, zu den Generatoren. Also, das sind ja Securities dann da. Und natürlich sind ja Securities da, die werden da auch für Recht und Ordnung sorgen und mit Gewalt durchsetzen. Ich will es hoffen, wenn die Stoffbandmaschine meines Lieferanten mit wieder streikt und die deshalb einfach andere Bändchen schicken, ich werde Stoffbändchen bestellen. Und allerdings nur für 2 Tagesbesuche, das ist klar. Und die Verschlüsse werden wieder die guten sein aus Metall und nicht die schwarzen Kapseln, die man schieben muss. Wir werden also schauen, dass das wieder so ist. Back to the roots. Habe ich schon erzählt, wer die Schaltmotive macht? Das ist der Jonathan von Cripper. Murkiwaters.de. Murki-waters.de. Richtig. In Zusammenarbeit mit dem Christian. Christian von Crude Art. Ja, der Profi genau. Weiß das alles. Könnt ihr mal googeln, Crude Art und Murki. Dann schreibt ihr, was ihr haben wollt und dann schickt es euch. Und wenn es euch nicht passt, schreibt ihr, was ihr geändert haben wollt und dann schickt es euch. Also das ist tipptopp. Problem ist, wenn ich unser Band T-Shirt-Motiv entwerf, dann kauft das kein Mensch. Deswegen machst du ja auch so wenig. Ja, ich habe halt das Hirn, ne? Und du? Aber naja, da hat man ja schon davon. Kann man diese Unterhaltung nochmal irgendwo schauen? Ich denke, genau auf diesem Kanal wird dieses Video, was wir jetzt gerade in den Stream schicken, wird direkt hier noch zu sehen sein. Ich werde es dann auch noch auf YouTube laden und die üblichen Kanäle, also einfach nach Metal Franconia Live Interview suchen und dann sollte man das auch finden. Das wird der Jonathan sein. Was? Der will nur eine Werbung machen. So, ja, ja. Ich könnte mal raten, wer das alles ist jeweils. Ja, also die Unterhaltung kann man auch vollkommen komplett nochmal nachvollziehen. Leider. Leider. Gibt's Anzeigen? Nee, ich habe nichts Böses gesagt. Nicht? Müssen wir noch machen? Können wir uns nochmal nackig Karten machen? Gibt's, wenn ich das richtig gelesen habe, in Bamberg und bei dir in Hemhofen und dann einfach vorbeifahren und eins. Du kannst einfach vorbeifahren. Du kannst an meinem Haus so oft vorbeifahren, wie es dir Spaß macht. Wenn du allerdings von mir was willst, solltest du anrufen oder klingeln. Es gibt auch im Markt Breit einen Schreibwarenladen, aber dazu müsste ich mal mein Handy holen. Das wird der hier nicht in Anspruch nehmen. Das ist mir scheißegal, vielleicht hat er auch Bock mal nach Markt Breit zu fahren, da kann man auch einiges unternehmen. Und kannst auch bei mir einbrechen und 1000 Karten klauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, direkt nach der Show hier stellen wir dann den Link für den neuen Karten-Dingsbums, stellen wir dann direkt auf die Website. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei mir Karten kaufen, das ist in Fürth. Kapellenstraße 10, aber wo das ist, verrate ich euch nicht. Und ihr müsst halt schauen, wann ich arbeite. Wie gesagt, ich bin am Wochenende auch auf den gängigen Veranstaltungen unterwegs. Ich habe immer Karten dabei ab jetzt. Sofern ich sie nicht vergesse, dann könnt ihr bei mir welche kaufen, ganz einfach. Oder mich anrufen, bei mir in dem Hofen vorbeifahren, ist auch eine Möglichkeit. Oder beim BVD. Oder beim BVD ganz regulär bestellen. Außer dem Porno spart ihr euch nichts. Außer dem Porno? Da ist die Adresse, genau, Firma Högner, Marktstraße 5, 97340, Markt Breit. Ja, das ist die Schattenredaktion. Ja, es sind schon alle Bands bestätigt. Das ist eigentlich schon eine mehr, als wir eigentlich wollen. Geiler Scheiß, oder? Aber hallo. Mehr kriegt man zeitmäßig auch nicht unter, sonst spielen die nur so eine Viertelstunde. Das wäre Gag, wenn Hypocrisy nur so eine Viertelstunde spielt. Und wie lange spielen die? Ja, schon anderthalb oder so. 20 Minuten. Viertel, anderthalb. Mehr können wir uns nicht leisten. Ja, es sind leider schon alle Bands bestätigt. Was Neues kommt heuer nicht mehr dazu, außer es fällt was aus. Für Moves, auch wenn Camping würde ich zwar gern ein paar. Das werden wir uns so überlegen, wenn wir einen abgeteilten Campingmobilplatz haben, wo nur für Camping und Wohnmobilien, keine Ahnung, und Wohnwagen vielleicht da ist, dann kann es sein, dass wir uns dann noch eine kleine Gebühr einfallen lassen. Aber das ist, wenn dann vor Ort. Du musst kein Campingticket erstmal kaufen. Du kannst umsonst dein Wohnmobil da abstellen. Wenn du am Sonntag nach dem Aufräumen deine Kiste mit Müllsäcken vollstopfst und die mitnimmst und dann auf dem Heimweg an jedem Rastplatz ein, zwei Säcke lässt, aber das ist da reden wir noch drüber vor Ort. Markt Breit ist zu weit weg von Erlangen. Ja, wie gesagt, Hemhofen oder Fürth oder Bamberg halt. Wenn du in Erlangen wohnst, bestellst du im Internet. Oder fahr bei mir vorbei. Der Klaus arbeitet in Erlangen. Richtig. Auch im Versicherungsbüro der DEV, Europakanal, sind wir jetzt haben.
Wenn du rausfindest, wo ich in Erlangen arbeite, kannst du auch da welche holen. Was haben wir, Europa gemacht? Nee, Newy, servus. Mahlzeit. Wir haben vorhin schon über dich gesprochen. Nevi, ich grüße dich. Übrigens, Newy, ich könnte wahrscheinlich wieder ein paar Karten fürs Queens loswerden. So schaut's aus. Jetzt warten sie alle auf die Latenz. Auf nur negativ? Hm? Nein! Natürlich! Juli! Ich werde doch nicht negativ über dich sprechen. Ich doch nicht. Ich habe doch Angst vor dir. Ich nicht. Wir haben über deine gewaltige Masse gesprochen. Das war der Klaus. An. Nee, es war. Bisschen, das war ein. Du hast was veranstaltet. Du hast irgendwas mit Hick gesagt. Und hat irgendjemand irgendwas eingeworfen. Ich habe nichts über den Juli gesagt. Würde ich nie machen. Ich kann mal den Klaus in Handbewegungen von vorhin nachmachen. Können auch den Hottec meint haben oder den Bult. Bult? Da geht's schon weiter mit den Beleidigungen, ne? Jetzt haben nicht nur dich in den Dreck gezogen, Newy, sondern auch noch den Hottec und den Bult. Schau's dir an und schlag mich dann zusammen. Jawohl. Also, gibt's noch irgendwelche Fragen eurer Seite? Wenn's das dann war, dann werde ich mich jetzt mal. Dann werde ich jetzt mal heimfahren und duschen. Ach, das stimmt also. Fernsehen strengt an. Jawohl. Okay. Für alle. Ja, wie viele sind denn noch da? 21 Zuschauer. Oh. 21 Zuschauer. Top, dass ihr dabei seid. Ja, finde ich echt cool. Ich habe gedacht, wir warten hier jetzt eine Stunde, dann sagt einer irgendwas Blödes und dann kann man sie wieder abmelden. Aber es war sehr konstruktiv. Vielen herzlichen Dank. Die Aufnahme wird es dann hier auf dem Kanal / auf YouTube zu sehen sein werden, tun, bereitgestellt werden. Also die Aufnahme wird es jetzt gleich auch noch hier zu sehen geben. Die lasse ich gleich hier direkt auf dem Kanal stehen. Und Duschen ist kein Metal. Das ist richtig. Aber ich habe auch noch ein Privatleben neben dem Metal. Da dusche ich mich gelegentlich. Juli, Grüße an deine Eltern. Ich hoffe, die sind wieder dabei. Ja, wahrscheinlich. Ja. Duschen ist sowas von Metal, aber sowas von. Vor allem, wenn man dann mit einem Campingstuhl und Regenschirm. Ja, und Bier. Und Bier. Und nackt. Klein Wenkheim. Ich habe nur Geschichten gehört. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die ganze Sache gefallen hat, könnt ihr auch gerne kommentieren auf bla bla bla. Ihr könnt auch weitere Fragen stellen. Weil die Veranstalter sind auch auf der Facebook-Seite direkt erreichbar. Und wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, wenn jetzt halt irgendwo welche Top untergehen... Top Newy, hat mir ja schon mal kurz an... Du könntest mir doch sagen, ob deine Leute ein Zimmer brauchen. Höchstwahrscheinlich schon. Ja. Also, naja, gut. Und von wann auf wann? Vielleicht fahren die einfach dann heim. Oder meinst du denn, Newy? Schulz. Ja. Die brauchen ein Zimmer. Da steht ja, mein Bier ist leer. Wir müssen jetzt aufhören. Jawohl. Mein Bier ist leer. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Metal Franconia Festival Nr. 3 am 12. und 13. April 2013 in der Frankenhalle Dettelbach. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir brauchen euer Geld. Schwarze Null. Schwarze Null. Hier bin ich nochmal. Ich war gar nicht zu sehen wahrscheinlich. Ja, eben, das war das Gute. So. Immer noch online, ne? Ast rein. Ja. Bei Hackfresse ist ja auch nicht. Wir sind noch online. Das mit der Hackfresse hat jeder gehört, ne? Das ist egal. Das können Sie auch sehen. Mhm. Mund. Schon vorbei? Wieder. Wohl an Halunken! Bei uns wird ausgetrunken im Frankenland! Dorthin weit und beschwert. Das Ziel vor dir.